Wie fühlt man sich? Ja, großartig. Das war Ziel aller Träume, kann ich nur sagen. Einfach Ziel aller Träume. Gut. Zwei Jahre Planung. Planung hat hingehauen mit einer Crew, die Bescheid wusste, wie es geht. Konnten wir nicht mehr allzu viel falsch machen und die äußeren Bedingungen waren optimal. Keine Querschläger und hat wunderbar gepasst. Walli! Oh! Oh, yeah. Freust du dich? Wie oft muss ich mir denn jetzt wieder anhören? Na, sag das niemandem! Ja, genau. Also ich werde noch die letzte Nacht im Hotel genießen und ja, wir werden sehen. Genau. Auf jeden Fall war schon aufregend heute. Ja, wie erwartet wird das zweite Mal mit Sicherheit anders werden wie der erste. Schauen wir mal, wir haben diesmal direkte Konkurrenten und nicht wie das letzte Mal, wo wir gegen Männer antreten mussten, aber diesmal haben wir direkte Konkurrenten und die scheinen auch nicht ohne zu sein, haben Erfolge vorzuweisen, die wirklich nicht ohne sind, aber bei so einem Rennen auf 4800 Kilometer geht es nicht nur um die Beine der Fahrer, sondern auch um die Fitness und die Cleverness der Crew. Und ich denke mal, da sind wir von 2009 her gut aufgestellt und haben uns dieses Jahr noch verstärkt. Also ich denke mal, da dürfte nach am Schluss dann das ausschlaggebende Element sein, wie wir hier durch Amerika geleitet worden sind. Ah, oh, der ist auch wieder dabei. Gary. Komm, ein paar Worte. Letzter Abend. Ja, morgen geht's los hier. Ich habe heute meinen direkten Konkurrenten gesehen. Der scheint wohl was auf der Pfanne zu haben. Den gilt es jetzt morgen Schach zu halten. Ich hoffe, dass wir die paar Kilo Übergewicht nicht zu sehr auf den dritten rumhängen. Also unter Streckenrekord machen wir es nicht. Ja, sicher. Es sei denn, ja, wir bauen hier auf deine Qualitäten und das optimale Potenzial, also uns auszukitzeln. Ja, da fangen wir, genau. Ja. So, fangen wir mal an hier, Klaus. Letzter Abend. Jo. Jo. Füße auf den Tisch. Füße auf den Tisch. Sie. Sie. Ja, was soll ich sagen? Erst Betreuer, jetzt Fahrer. Schau mal, wie es so wird. Gut. Alles wird gut. Jetzt. Guess who's back? Green the Machine! Und wer ist on the track? Let's see! Ah, oh Mann, ey, wann kommen sie denn endlich? Da kommen sie! Go! Wir sind gerade kurz vor dem Beginn des Indianerreservats Navajo Nation
Ja, unsere berühmte Amerika-Flagge. Noch hängt ziemlich viel dran. Mal sehen, wie das in 2500 Meilen aussieht. Da kommt Rolf. Ja. Jetzt wird Isabel gleich ein bisschen langsamer fahren. Ja. Sie macht das so mit einer stoischen Gelassenheit. Ja. Pass auf, dass du dich anfängst zu grinsen. Ja. Man merkt, es ist Wahnsinn. Rolf hat wieder einen Radfahrer überholt. Ja. Ja gut, okay. Aber komm, Erfolgserlebnis ist Erfolgserlebnis. Ja. Langsamer. Insgesamt, was wollt ihr tippen? 10 Minuten noch! 10 Minuten noch! Tschö! On the track! Rolf ist draußen! Die Nachtschicht hat begonnen! Wow, Rolf's Machine! Ja? Hinter uns das Follow-Vehicle! Na, der Avi! Rolf weiter draußen! Hinten irgendwelche Berge! Die Landschaft, wahnsinnig beeindruckend. Hier, hier. Wow. Und das nächste Team. Wow. Wow. Isabel, how do you feel today? Beginn der ersten, der dritten Nachtschicht. Okay. Ja. Lösch dich schon mal nix. Also, wie immer, beeindruckende Landschaft. Traumhaft schön alles. Noch keine Taglinien gesehen. Nein, noch keine Taglinien. Nee, wir sind ja jetzt eher so bei den Landschaftsbildern. Ja, genau. Tiere kommen später. Ja, also heute Morgen bei Dämmerung sind wir durch Monument Valley gefahren. War traumhaft schön. Okay. Kein Mensch war da, nur wir. Auch die Tiere schliefen. So, jetzt ja. Gut. So. Race Time. 3.31 Uhr. Tag. Was haben wir heute für einen Tag? Dienstag, der 22. Wo sind wir gerade? Wir sind hier auf der Highway of Legends. Vielleicht um das mal ein bisschen zu zeigen, wo das Ganze ist. Wir zoomen raus. United States of America. Dort ist das Auto. Wir haben quasi gerade ein gutes Drittel der Rennstrecke geschafft. Und wenn wir schon auf dem Highway der Legends sind, dann lass uns doch mal anschauen, wer denn so alles die Legends sind. Da habe ich Legend Nummer 1 neben mir sitzen. Isabel, how do you feel? Okay, Rolf. Rolf liegt hinten und schläft. Ich will da jetzt. Da hinten? Okay, ich will jetzt gar nicht mehr. Aber ich glaube, die richtige Legend, die fragen wir jetzt mal, wie es ihr geht, oder? Und ich meine nicht dich. Ich meine, du bist meine Legend. Aber die richtige Legend fährt vor uns. Ja? Macht gerade einen Pass. Knappe 1000 Höhenmeter und ist jetzt bereits 40 Minuten draußen. Hat, lass uns das anschauen. Hier, das Ganze ist unsere Navigation. Wir können es jetzt also auch anschauen. Er hat Höhe 7868 Fuß, fährt gerade 9 km/h, es geht immer weiter hoch und muss noch auf knappe 10.000 Fuß hoch. Aber jetzt würde ich mal vorschlagen, sprechen wir doch einfach mal kurz mit ihr.